geht zu Konzerten. Das veredelt euch. Nicht? Das ist das Beste, was die Menschheit in die Welt gebracht hat. Kunst und Kultur, natürlich wie auch Wissenschaft, aber die geistigen Arbeiten sind die Arbeiten, die man anstreben soll, wo auch das Herz dabei ist, wie in Musik zum Beispiel oder in Malerei oder in Romanschreiben und so weiter. Das veredelt den Menschen. Das hat eine Bedeutung für die Zukunft, denn es macht aus halb wilden, zivilisierte Leute. Betrifft, habe ich überhaupt keinen Grund gehabt, optimistisch zu sein, eben wegen meiner Mutter und wegen meines Vaters. Und außerdem war mein Großvater dann schon weg, der war der Gründer und Besitzer des Warenhauses Dichters im Otterkring in Wien. Und wir haben im Gebäude eine Wohnung gehabt, wir sind auch alle im Gebäude geboren worden. Und auf einmal, nicht auf einmal, ich habe es immer gewusst, haben sie uns gesagt, wir müssen ausziehen und sind auf die Straße geworfen worden. Nicht? Das Geschäft haben sie konfisziert, arisiert. Wann ist das passiert? Das ist alles vom Montag, den 14. März 1938 bis Juni oder Juli vor sich gegangen. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann sie uns rausgeschmissen haben. Innerhalb weniger Monate? Ja, natürlich. Alles innerhalb weniger Monate. Auf einmal haben wir keine Wohnung gehabt. Nicht? Wie war für Sie die Reaktion Ihrer österreichischen Landsleute gewesen? Gab es da schlecht. Ein spezielles Bild? Schlecht. Gab es auch Menschen, die nein, geholfen haben? Nicht? Ich habe niemanden kennengelernt. Da waren natürlich, aber im Geschäft haben wir 50, 60 Angestellte gehabt und ich weiß nur, die Frau Marie, die Packerin, war so oft mit uns in Verbindung wie möglich. Sie hat das Grab meiner Großmutter betreut und die Frau Wagrandl war nett, aber im Großen und Ganzen waren die alle sehr unangenehm. Und die jüdischen Angestellten sind natürlich sofort rausgeflogen und alle anderen sind in die Wohnung hinaufgekommen, das Telefon von der Wand heruntergerissen. Was soll man sich dabei denken? Aber das werden ja wahrscheinlich die Aggressiven, die Nazis gewesen. Ja, nur die anderen sind dort gestanden und haben zugeschaut. Ich bin da auf der Josefstädter Straße heruntergegangen und auf einmal sehe ich eine Menschengruppe versammelt und ich schaue hin und meine Tante Gretel ist auf den Knien mit einer Zahnbürste, um den Gehsteig zu reinigen. Habe ich gesehen. Ja.
zurückgekehrt nach dem Kriege? Erst sehr spät eigentlich, im 65er Jahr habe ich das erste Mal dort. Und was für Gefühle haben Sie, wenn Sie dort sind? Eine Zeit lang war ich immer mehr glücklich, weil man mehr und mehr vergessen hat, natürlich. Und dann haben sie die sogenannte Wiedergutmachung begonnen, in den 90er Jahren, glaube ich. 1990, sie haben lang gewartet, denn je mehr tot waren, desto besser war es, desto weniger haben sie auszahlen müssen. Und die Wiedergutmachung ist, habe ich umgetauft, auf Wiederschlechtmachung, weil da ist so viel Unglaubliches vorgegangen, dass es für mich wirklich eine sehr schlechte Zeit begonnen hat, denn ich war schon drüber hinweg, ich war im Ruhestand und habe meine Ruhe gehabt, wie man in Wien sagt, und habe das Leben genossen. Von der Musik war nichts zu reden, die war komponiert und die ist in Schubladen gelegen. Und also davon habe ich kein Vergnügen gehabt von meiner eigenen Musik, nie was gespielt worden, ich habe auch nicht versucht. Aber dann hat es angefangen, der Termin, der Einreichstermin war ein Jahr später im Mai und dann ist er verschoben worden auf 97 und auf 98, auf 99, auf 2000, auf 2001, 2002, 2007 endlich sind wir benachrichtigt worden, 2007, dass nicht nur unser Fall, aber dass die Fälle, die eingereicht worden sind und die beglaubigt worden sind oder was immer, jetzt erledigt werden. Und da haben wir eben einen Termin gehabt in Wien bei dieser Stelle, sind hingegangen und die große Summe, die sie uns mir und meiner Schwester angeboten haben, war $200.000 für sie und für mich. Aber ist das berühmte Aber gekommen, wir können ihnen nur 10% geben. Das haben wir bekommen. Also können Sie sich ausrechnen, wie viel das war. Das war ein großes Warenhaus und ich meine, es waren Zwischenetappen, die nach der Arisierung haben sie wieder scheinweise was zurückbekommen. Aber es war eigentlich nicht so, denn da waren Klagen gedroht vom Ariseur oder von der Frau vom Ariseur, eine ganz schreckliche Sache. Also ist es eher diese sogenannte Wiedergutmachung, eine Wiederschlechtmachung? Ja, habe ich geprägt, dieses Wort. Und wie ist das von Musica Reanimata initiierte Programm, Ihre Werke wieder aufzuführen? Ist das eine Art Wiedergutmachung für Sie auch? Oh ja, ich meine, das ist ein ganz neues Kapitel in meinem Leben. Irgendwie hat sich das so ergeben, dass das Jüdische Museum in Wien jemanden namens Michael Haas dort arbeiten gehabt, der dort gearbeitet hat und der ein ganz großer Experte in diesem Felde ist und er hat Ausstellungen eigentlich für viele Jahre schon im Museum gezeigt oder abgespielt, wie sie sagen, bespielt über Welles und Korngold und Hans Gahl und Ernst Toch, Hans Eisler und die Leute, die in Konzentrationslagern vergast wurden, eine ganze Menge, die in Theresienstadt waren und in 1944 nach Auschwitz abtransportiert wurden und dort vergast wurden. Sehr, sehr, sehr talentierte Komponisten wirklich. Versöhnen Sie das ein bisschen, wenn das möglich ist? Gibt es eine Möglichkeit, sich zu versöhnen sozusagen? Ja, das sind zwei verschiedene, Abteilungen. Das, was nicht richtig gemacht wurde und schlecht gemacht wurde, kann ich nie verkiefeln oder vergessen. Nicht? Das, was mit meiner Musik jetzt vorgeht, ist eine wunderbare Sache für mich, aber es ist eine andere Phase. Zwei kehren nicht zusammen. Meine Musik hätte vielleicht auch ohne was vorgegangen ist, gespielt werden sollen. Ich habe halt das Glück gehabt, dass irgendwie durch wegen dieser ganzen Geschichte, dass sie auch Musik dann bespielt haben
und mich entdeckt haben. Das war wirklich eine Entdeckung von Michael Haas. Natürlich kenne ich die Musik und sie kommt mir bekannt vor. Und ich weiß auch, wenn was nicht richtig geht, wenn es gespielt wird, wie es gespielt werden soll und so weiter. Und trotzdem ist es neu und hier und da bin ich überrascht. Ja, das habe ich gut gemacht. Und hier und da auch, das hätte ich besser machen können, nicht?